Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCast TV und nun, es ist soweit. Eine Zeit ohne Auto war eine verdammt leere Zeit, aber diese Leere zu füllen, also einen Nachfolger für Gina zu finden, war gar nicht so leicht, wie man denkt. Aber ich hab's hingekriegt. Und hiermit präsentiere ich voller Stolz mein neues Auto, Amelia. Amelia ist eine 2010er Alfa Romeo Giulietta, ein Auto, das ich eigentlich schon immer haben wollte, seit ich vor 4 Jahren mein erstes Auto gesucht habe. Mir ist es immer sofort ins Auge gesprungen, wegen dem schönen, eleganten Design, gepaart mit dieser italienischen Passion und der Power unter der Haube. Denn dieses Modell ist das 170 PS Turismo Modell aus einem 1,4 Liter Turbomotor Vierzylinder. Und ja, ich weiß, auch dieses Auto wurde Opfer des Downsizing-Momentes vor ein paar Jahren. Aber es ist auch ein modernes Auto. Die Giulietta als Modellreihe ist erst im Oktober eingestellt worden. Also ist das hier effektiv ein modernes Auto. Und es ist sogar besser als ein modernes Auto, denn die 170 PS-Variante wurde nicht mal mehr verkauft in den letzten 2 Jahren. Dieses Auto hätte heutzutage mit der Motorisierung und der Ausstattung ungefähr 40.000 Euro gekostet. Und ich habe es für unter 7.000 gekauft. Und ich zeige euch mal, was das Auto kann. Dieses Auto hat eigentlich alles, was ich jemals an einem Auto haben wollte. Es hat wunderschöne Teillederssitze. Es hat einen Tempomaten. Es hat ein eingebautes Navi mit Multifunktionssystem. Es hat einen wunderschönen, sportlich aussehenden Innenraum mit diesen schönen roten Akzenten überall, in den Teppichen, in den Sitzen, in den Türen. Es ist einfach ein so schöner Platz zu fahren. Dieses Auto kann sowohl bequem als auch sportlich sein, denn es hat hier unten einen kleinen Schalter. Aktuell steht er auf Normalmodus, aber es gibt auch einen Sportmodus mit einem sogenannten Overboost-System. Overboost heißt, dass wenn das Auto im Sportmodus ist, dass es in mittleren Drehzahlen bis zu 1,5 Bar Ladedruck produziert und somit die Waren 170 PS über ein breiteres Drehzahlband abspielen kann. Und das gepaart mit einer direkteren Gasannahme, einer direkteren Lenkung, einer schnelleren Turboannahme macht dieses Auto sehr sportlich. Also bin ich sehr gespannt, wie es sich in Kurven und vielleicht auf der Rennstrecke verhalten würde. Der Vorbesitzer des Autos, Marcel, war genauso ein Car-Guy wie ich auch. Und er hat das Auto nicht ganz serienmäßig gelassen. Neben den offensichtlichen Stickern hat er auch auf das Auto montiert Semi-Slick-Reifen, Wheelspaces, sodass die Räder weiter rausstehen und das Ganze aggressiver aussieht, H&R-Sportfedern, einen Short-Shifter und eine Tuning-Auspuffanlage und ein Blow-Off-Ventil. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber dieser Mini-Turbomotor-Vierzylinder klingt göttlich. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich nach diesem Video, geil, wo kann ich mir auch so ein Auto kaufen? Aber Moment, ganz ruhig, das Auto, so schön es auch ist nicht 100% perfekt. Es muss ein bisschen was dran gemacht werden. Zum Beispiel, der Bildschirm für das Navigationssystem, der Verstellmotor, hat ein bisschen Probleme. Wenn man das Auto an- und wieder ausmacht, dann wackelt der so seltsam hoch. Aber da habe ich schon nachgefragt, das kommt bei dem Auto tatsächlich öfters vor. Außerdem, das Glas von dem rechten Außenspiegel ist gesprungen, das muss ich auswechseln. Außerdem würde ich gerne das Auto zu meinem eigenen Auto machen, deswegen kommen alle Sticker runter und die weißen Außenspiegelkappen werden ersetzt durch entweder Carbon oder Wagenfarbe Kappen.
Aber das muss ich noch genauer gucken. Außerdem brauche ich Sommer- und Winterreifen, denn das Auto hat nur Semislicks. Und das ist ein bisschen unpraktisch, vor allem jetzt, wo es Winter wird. So, das war das erste Video mit meinem neuen Auto Amelia, meiner Giulietta. Ich bin so stolz, dass ich das Auto gefunden habe. Sagt mir doch in den Kommentaren, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Auf jeden Fall, es werden noch mehr Videos mit dem Auto kommen. Das nächste wahrscheinlich, wie ich eben die ganzen Sticker runtermachen werde. Und in naher Zukunft kommt auch ein Autotest mit dem Auto, wo ich es zu meinem vorherigen Auto, meinem 147, vergleichen werde. Und damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button, fahrt noch bei meinem Instagram vorbei und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao!